Anlässlich des Floriani-Tags wurde in St. Michael ein neues Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr geweiht. Nach der Begrüßung durch ABI Herbert Edlinger und der Festredner Bürgermeister Karl Fadinger und Bereichsfeuerwehrkommandant Johann Diethardt gab es für den neuen Einsatzwagen den christlichen Segen. Wie stolz ist man als Hauptmann bei so einer Feier? Ich bin natürlich ganz besonders stolz. Es hat ja einen Haufen Herzblut gekostet, bis es soweit war. Da mit den Planungen und das Ganze hat es 2 Jahre gedauert, bis es dann tatsächlich da gestanden ist. Und das Geld muss man einmal aufteilen, nicht? Das ist das Schwierigste. Wer sagt, was man alles im Fahrzeug haben muss? Ja, man hat das eh gesehen, der Fahrzeugausschuss haben wir gebildet. Das waren, sagen wir, 9 Leute und die haben das halt, rumgefahren in ganz Österreich, haben Feuerwehren mit ähnlichen Fahrzeugen angeschaut und auf das hinaus ist dann das so geplant und auch vollzogen worden. Im Zuge der Feierlichkeiten gab es für verdiente Feuerwehrkommandanten Ehren- und Leistungsabzeichen, die von den Festrednern überreicht wurden. Warum trifft man Sie heute hier bei diesem Fest? Ja, es ist natürlich immer eine große Ehre und eine große Auszeichnung, auch für eine Feuerwehr, wenn sie so ein tolles Fahrzeug, wie das da hier hinter uns steht, segnen und übernehmen darf. Und natürlich mir als Feuerwehrkommandant, als Bereichsfeuerwehrkommandant ist es auch sehr wichtig, dass man bei solchen festlichen Veranstaltungen auch dabei ist. Es ist einfach der Respekt gegenüber den Feuerwehrkameraden und allen, die wirklich freiwillig ihren Dienst erweisen für die Öffentlichkeit, dass man auch bei solchen großen Ereignissen und schönen Ereignissen vor Ort sind. Und auch dort natürlich die Grüße der anderen Feuerwehren und des Landesfeuerwehrkommandos überbringen darf. Welchen Stellenwert hat die Feuerwehr in der Gemeinde? Ja, die Freiwillige Feuerwehr hat einen sehr großen Stellenwert in St. Michael, denn das Einsatzaufkommen ist bei uns so groß, ob der Tunnel oder auch die technischen Sachen oder natürlich auch die Brandeinsätze durch unsere Müllsortierfirma, eben die Firma Meier oder auch was da kommunal passiert, ist das sehr wichtig. Und vor allem, es ist wichtig, die Freiwilligkeit in der Marktgemeinde St. Michael voranzutreiben, denn leider geht die Quote nach unten mit den Freiwilligen. Keiner will mehr was ohne Bezahlung machen und es wäre so wichtig, wenn wir das wieder vorantreiben könnten. Man sieht, es wird gute Jugendarbeit gemacht, weil da schon geschaut wird eben, dass wir Feuerwehrmänner heranzüchten, Feuerwehrmänner, Feuerwehrfrauen. Und es wäre so wichtig, auch Quereinsteiger zu finden, die was einfach sagen, okay, ich möchte in meiner Freizeit was Sinnvolles machen, ich möchte in meiner Freizeit ein bisschen was für meine Marktgemeinde machen. Und da ist die Freiwillige Feuerwehr St. Michael genau das Richtige. Ja, das ist ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, Tunnel mit 2000 Liter Löschwassertank und 200 Liter Schaumtank. Dieses Fahrzeug ist speziell für Einsätze in Eisenbahn- und Straßentunnels konzipiert, aber auch auf kommunaler Ebene einsetzbar. Dieses Fahrzeug hat eben die modernste Ausstattung. Im Innenraum haben wir eben 6 Langzeitpressluftatmer hier in diesem Geräteraum mit der neuesten Technik, mit Akkulüfter, Stromerzeuger, großen Tauchpumpen, eben für den Kommunaleinsatz. Wir haben das Fahrzeug so konzipiert, dass wir eben eine Seite mehr die Brandkomponente genommen haben, so wie diese Seite in dieser Geräteraum ist rein eigentlich der Brandgeräteraum mit dem Angriffsverteiler, Schlauchpaket, Rauchvorhang. Wir haben dann hier auch, wie gesagt, einen Schnellangriff im Heckteil. Auf der anderen Seite die wasserführenden Komponenten, Strahlrohre, alles nach neuestem Stand der Technik. So ein Fahrzeug ist natürlich auch eine große Werkzeugkiste. Wir haben hier eben vom Bohrhammer bis kleinem Akkuschrauben natürlich auch für Türöffnungen perfekt ausgestattet. Diesen Geräteraum hier haben wir eben Akku-Rettungsgeräte der Firma Weber.
hier speziell für Verkehrsunfälle. Also der Auszug ist auch so konzipiert, dass man mit dem Auszug nahezu jeden Verkehrsunfall abwickeln kann. Eben alles auf Akkubasis, also nicht mehr schlauchgebunden. Mit Rettungsplattform eben auch für Rettungen aus Lkw oder auch Eisenbahnwaggons. Bei diesem Fahrzeug haben wir auch eine dreiteilige Schiebeleiter oben verlastet. Diese Schiebeleiter hat eine Rettungshöhe von 12 Metern. Das heißt, drittes, viertes Stockwerk ist mit dieser Leiter erreichbar. Also sprich, nach dieser Leiter kommt ein Einsatz der Drehleiter. Ja, das wäre es in der groben Komponente. Wir können noch in den Innenraum gehen. Wir haben hier in der Kabine eben Platz für 4 Atemschutzgeräteträger. Bei uns haben dann Fahrer und Beifahrer auch noch ein Atemschutzgerät. Wie gesagt, dieses Fahrzeug hat eine Besatzung 1:5. Diese Atemschutzgeräte sind für eine Stunde Arbeit ausgelegt. Und hier hat ein jeder Feuerwehrmann an seinem Sitzplatz die Geräte, die er benötigt, ob es ein Handfunkgerät ist, Handlampe. Natürlich auch für den Angriff eine Erkundungstasche, Wärmebildkamera, Gaswarngerät. Also der Feuerwehrmann kann sich auf Anfahrt komplett ausrüsten, damit er dann, wenn man am Einsatzort ankommt, eben voll ausgestattet ist und in den Einsatz gehen kann. Vom Normalen her sagt man mal so, man braucht auf ein Fahrzeug um die 20 Stunden Schulung, damit man das Fahrzeug beherrscht. Das meiste ist bei dieser Fahrzeuggeneration das Fahren mit dem Fahrzeug, da es sehr groß ist, sehr lang ist. Die Pumpensteuerung ist durch die Bedieneinheit der Firma Rosenbauer relativ einfach gehalten. Also von dem her innerhalb von 20 Stunden mit C-Führerschein ist das Fahrzeug beherrschbar. Feuerlöscherüberprüfung. Wie wichtig ist die Wartung eines Feuerlöschers? Ja, Feuerlöscher ist ja grundsätzlich dazu da, dass man da die private Person zu Hause verwenden kann, rasch einsetzen kann, um überhaupt den Brand, den großen Brand verhindern zu können. Und da ist natürlich wichtig, dass er gewartet ist, überprüft worden ist, weil nur ein funktionierender Feuerlöscher kann auch im Ernst verhelfen. Ja. Das heißt, alle 2 Jahre ist er zu überprüfen durch fachkundige Firmen, durch sachkundige Personen ist er zu überprüfen. Da müssen wir drauf schauen, ob genug Druck drinnen ist, ob das Löschmittel in Ordnung ist. Wir müssen nach alle 6 Jahre das Löschmittel tauschen. Wir müssen schauen, ob der Behälter in Ordnung ist und so weiter. Weil wenn der Behälter, wenn man denkt, der steht mit 15 Bar teilweise unter Druck, also das ist natürlich auch gefährlich, wenn da nicht ordnungsgemäß gewartet worden ist. Ja. Ist das auch für den Bürgermeister ein feierlicher Moment? Und die Feuerwehr St. Michael hat es geschickt organisiert, eben dieses Fahrzeug in Wirklichkeit schon zum zweiten Mal einzuweihen. Und das ist natürlich ein großartiger feierlicher Moment, weil wir auch als Gemeinde und ich als Bürgermeister weiß, dass wir dahingehend, wie gesagt, auch eine große Verantwortung haben. Und mit diesem technisch höchst ausgestatteten Fahrzeug mit einer Kostenbeteiligung eingegangen sind. Den anschließenden Frühschoppen, begleitet von der Marktmusikkapelle, konnten die zahlreichen Gäste bei schönem Wetter und guter Kulinarik genießen.